Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Denn die neue Degusta-Box ist heute angekommen und was da drin ist, das schauen wir uns gleich zusammen an. So, und somit willkommen zurück, denn die Degusta-Box ist da. Wie schon erwähnt, hier steht sie vor mir. Die hat ordentlich gewischt, was natürlich dafür spricht, dass wir wieder einiges an Getränke mit drin haben. Ich bin gespannt, was drin ist und wir schauen gleich rein. Und wir werden natürlich auch einiges ausprobieren davon. Ich hoffe, dass ich nicht alles ausprobieren muss, weil ich habe nämlich gerade, beziehungsweise ich kam gerade von Arbeit zurück und ich musste schnell was essen, weil ich heute den ganzen Tag nichts gegessen habe. Und ja, ich habe es mit dem Essen ein bisschen übertrieben und ich bin eigentlich knallesatt. Deshalb kann ich euch nicht versprechen, ob ich wirklich hier alles draus ausprobiere. Wir werden mal schauen, was drin ist. Und wir fangen auch gleich an. Sobald ich die hier rübergestellt habe. So könnt ihr nichts sehen. Und ich auch relativ wenig. Und wir holen erstmal das Ganze hier oben raus, was da an Werbung so drauf ist. Ich sehe gerade, wir haben hier einmal eine Probepackung Tee schon mit drin. Von Namaste. Es ist ein einzelnes Teebeutelchen, also ist wahrscheinlich wirklich nur eine Probepackung dabei. Und das mal auszuprobieren, könnte man mal machen, aber nicht jetzt. Und ich denke mal, wir haben soweit alles raus, was an Werbung da ist. Wir fangen an, den ersten Artikel, den wir rausholen. Wir haben hier mal wieder, ich sehe gerade, es ist eine DM-Marke. DM Sportness, und zwar haben wir Protein-Linsen-Chips dabei mit Paprika-Geschmack in vegan. Ja, hohe Proteingehalt, glutenfrei mit Paprika-Geschmack. Ich bin gespannt. Sorry, falls das laut wird. Riechen tun sie schon mal super. So sehen die aus. So normale Chips, gebacken. Riechen auch noch Paprika. Und ist sind gut, steht außer Frage, aber ich hätte mir gern bei Paprika Chips etwas mehr Schärfe erwartet. Es sind relativ lasch, aber ansonsten durchweg okay. Wir machen weiter. Den nächsten Artikel. Ah ja, ihr wisst ja, hier unten stehen ja die Preise und der Gesamtwert der Box und hier neben an der Seite den Artikel. Ihr habt das ja eben gerade schon gesehen. Brauche ich nicht weiter erklären. Wir machen weiter. Den nächsten Artikel, den wir hier drin haben. Wir haben von Crispy Lemon Cream Kekse. So sehen die aus. Das ist so ein, ich gehe mal von aus, das ist so ein Softcake. Keks, Gebäck. Und da ist eine Cremefüllung drin, und zwar mit Zitrone. Könnte interessant sein. Riechen jedenfalls schon mal sehr gut. Und ja. Ne, ist kein Softcake, ist wirklich ein etwas härterer Keks. Und ja, wenn man den aufricht, haben wir hier so eine Cremefüllung mit drin. Riecht auch sehr zitronisch. Schmecken gut.
Das ist auf jeden Fall was für mich. Und dann lass uns mal weitermachen. Was haben wir noch drin? Da haben wir eine Tube. Okay, wir haben von Kochs einen Sahne-Meerrettich drin. Mit der Geschmacksstufe mild. Werde ich natürlich jetzt nicht probieren, ist ja logisch. Was soll ich jetzt hier Meerrettich aus der Tube quetschen und das essen? Aber ich bin Fan von Meerrettich, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin es sehr gespannt drauf. Werde ich mal testen, auf jeden Fall. Bis jetzt außerordentlich gut. Wir machen weiter. Was haben wir noch drin? Wir haben hier eine Dose. Die fühle ich auch. Oh, ist von Capri Sun. Ich wusste nicht mal, dass es da die in Dosen gibt. Man kennt die ja in den normalen Tetra-Verpackungen, beziehungsweise die kleinen Beutelchen. Aber als Dose ist mir das unbekannt, habe ich noch nicht gesehen. Wir haben hier eine Zitronenlimo drin mit Bubbles, also mit Blasen. Vitamin C ist mit drin. Ja, passt. Ist zitronig heute die Box. Zitronenkekse und Zitronenlimo. Riecht sehr gut. Oh ja. Und die schmeckt auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt alles top. Lasst uns weitermachen. Was haben wir noch drin? Wir haben hier. Oh, jetzt habe ich was Kleines. So ein Protein. Das ist so ein Proteinriegel, bitte. Ja, wir haben hier einmal einen Schokoladenriegel drin, in vegan. Dunkle Vanille von Little Love ist ein neuer Artikel. Seht ihr hier an dem Neu. Ja, ich habe zwar gesagt, ich probiere nicht so viel, aber bis jetzt. Ja, ist ein dunkler Riegel. Also und natürlich mit dem Schriftzug Love. Das L ist hier noch drin. Ja, ich werde ihn jetzt nicht komplett essen. Dunkle Schokolade ist am meisten ein bisschen fester. Ich bin nicht so der Fan von dunkler Schokolade. Schmeckt das so ein bisschen herber und bitterer auch. Und genauso schmeckt die auch. Eine Vollmilch hätte ich wesentlich besser gefunden. Aber kann man durchaus machen. Ist nicht unbedingt mein Favorit. Aber wie gesagt, kann man essen. Wo ich Zartbitterschokolade wirklich mag, ist auf Kekse so als Glasur oder Kuchen als Glasur drauf. Da mag ich dunkle Schokolade sehr gern. Was haben wir hier noch? Ja, wir haben hier nochmal einen Tee. Von Turmeric Sampler oder von Vadam. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Es ist ein Herbal Tea. Und ich bin jetzt auch nicht so ganz ehrlich der Teetrinker. Aber ich finde die Verpackung cool. Da bin ich mal gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Auch diese Testpackung werde ich mal ausprobieren. Also so ein Gläschen werde ich mir da schon mal kennen. Und dann testen eigentlich bei Tee, nimmt man ja eine Tasse. Ja. Wir machen weiter. Hier auf die Seite gehen. Okay, jetzt haben wir hier wirklich schon noch ein paar große Sachen drin. Ich fange mal mit dem mittleren an, dass ich dann die Seiten aufkriege. Ihr wisst, die sind immer so ein bisschen doof verpackt. Und hier haben wir unser erstes Getränk. Und das ist eingewickelt wie immer in Bubble Wrap Folie, die ich auch immer gut brauchen kann, wenn ich irgendwas verpacken und wegschicken muss. Deshalb hebe ich die auch immer auf. Und wir haben hier einmal von Weihinger milde Orange. Und ihr merkt schon, ich leck mir die Lippen.
Ich werde das Ganze natürlich erstmal schütteln, denn ich will ja, meistens setzt sich hier unten ja ein bisschen Fruchtgehalt ab. Bin ich gespannt drauf. Ja, super. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Riecht sehr gut. Ja, schmeckt ehrlich gesagt auch sehr gut. Und es schmeckt auch wirklich wie Orange. Es ist wie sage ich jetzt, vom süßen Gehalt ist eigentlich falsch gesagt. Es hat eine gewisse Säure, es ist leicht säuerlich vom Geschmack her, was eigentlich für eine Orange gut spricht. Weil wenn es süß wäre, würde es eher auf Mandarinen oder sowas tippen. Aber das ist völlig okay. Wir machen weiter, denn wir haben noch mehr drin. Wir haben hier an der Seite noch mal was. Da ist noch was Kleines. Ich muss immer mal die Seite jetzt machen. Das lässt sich immer so doof hier rausholen. So, was haben wir da drin? Wir haben hier noch eine Tube drin. Und zwar haben wir einmal ein sonnengetrocknetes Tomatenpüree. Und das ist auch in der Tube drin. Ja, das ist auch in der Tube drin, also so ähnlich wie Tomatenmark, nehme ich mal an. Meine Lampe leuchtet so ein bisschen doof. Ja, das werde ich meiner Frau geben. Die kann damit irgendwas zaubern. Weil ich bin nicht so der Fan von Tomatenmark oder so Tomatenpüree ist nicht meins. Das verkocht sie lieber oder hat da mehr Erfahrung drin, sage ich ganz ehrlich. Was haben wir denn noch drin? Wir haben hier noch eine Flasche drin. Okay, auch eingepackt. Und hier haben wir einmal von Erdinger ein Naturradler. So rum. Den ich jetzt nicht aufmache, weil ich habe hier schon zwei offene Getränke. Die muss ich erst mal wegtrinken, sozusagen. Völlig okay. Ich bin jetzt auch nicht so der Biertrinker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so für zwischendurch ab und zu mal so ein Fläschchen ist völlig okay. Wir sind nicht fertig, wir machen weiter. Wir haben die andere Seite noch. Und da legen wir gleich mal los. Hoch damit. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einmal von Darbo. Das ist auch immer gut gewesen bisher. Und zwar eine Erdbeermarmelade mit ein Drittel weniger Zucker, was richtig top ist. Wir haben 80% Fruchtanteil. Und die ist relativ weich. Also man merkt, die ist schon fast flüssig. Wenn ich hier so drehe, dann sehe ich das hier schon rüberlaufen. Was ich bei Marmelade nicht unbedingt so toll finde, wenn die zu flüssig ist, weil die läuft ja vom Brot. Also ich habe gern richtig schön Marmelade auf dem Brot. Dann darf auch gern mehr Zucker drin sein, dass die auch ein bisschen stabiler ist. Die letzte, die wir hatten, die auch so flüssig war, habe ich leider entsorgen müssen, weil es ging gar nicht. Gefühlt ist Honig nicht ganz so flüssig, so was ich jetzt sehe. Ansonsten eine gute Marke, haben wir schon einiges gehabt, die auch relativ schmackhaft ist. Und ja, wir machen weiter. Wir haben jetzt noch genau einen Artikel drin. Und dieser Artikel, nein, wir haben noch zwei Artikel drin, sehe ich gerade. Da hat schon was versteckt. Wir haben hier einmal ein, oh Gott, ja. Uah. Hört sich für mich schon eklig an. Wir haben hier einen Hanfsamendrink von Hemi. Ich habe sowas noch nie probiert. Oh Gott. Ja, lecker, cremig und nussig mild. Es ist eine Art Milch.
Wie gesagt, ich habe sowas nie probiert. Ich habe da keine Ahnung, wie sowas überhaupt schmeckt. Boah. Okay. Also geruchsmäßig riecht es so wie. Ich würde jetzt so mal auf Weizen, auf Korn tippen. Also Getreide. Wie ein Getreideprodukt. Ich hoffe nicht, dass es so schmeckt. Doch. Sorry, aber auch wenn es gesund ist, aber das ist gar nichts für mich. Ah, nee. Da ist so ein ganz komischer, für mich ein komischer, eigenartiger Geschmack dabei. Komme ich gar nicht drauf. Das ist so, ja, wir machen weiter. Einen Artikel haben wir noch drin. Und damit ist die Box auch diesmal komplett leer. Wir haben hier noch von Havervoll einen Riegel drin. Mit Pistazien. Das könnte wieder sehr interessant sein, weil ich relativ gern Pistazien esse. Aber ich mag diese Haferriegel nicht. Deshalb werde ich den noch zulassen. Ja, soweit alles im allen für mich relativ gute Box. Bis auf so ein, zwei Sachen, wo ich so gar nicht dran kann. Wie eben diese passierten Tomaten, diesen Haferriegel und diese komische Milch da. Das ist so was, was gar nicht geht bei mir. Das andere alles top. Ist super. Und ja, dann würde ich mal gucken, was wir dann so hier noch draufstehen haben. Okay, das Produkt, das Produkt. Konzentration. Das Produkt des Monats, jetzt habe ich es, ist einmal die Crispy Lemon, nämlich das hier. Also die Kekse mit der Limonenfüllung, die war richtig gut. Ja, der Haferdrink mit 3 Euro, eins von fast den teuersten Artikeln mit dabei. Naja, fast. Das teuerste war hier der Tee mit 5 Euro. Ja, ist völlig okay. Gut, Freunde, das war's. Ah, die 5 Euro sind hier aber jetzt auch nur im Sample Set verfügbar. Mit 60 Beutel. Nee, Quatsch. Nee, das Set kostet 5 Euro. Das Set mit 60 Beuteln, da gibt es also noch mehrere, dann davon kostet 30 Euro. Okay. Ja, ist für Tee. Autsch. Da muss er aber wirklich schmecken. Ich bin mal gespannt, ich werde mal ausprobieren. Ja, Freunde, das war's. Die Degusta-Box ist da. Es kommt. Nee, es kommt eigentlich. Irgendwann kommen noch mehr Boxen den Monat, definitiv. Ich weiß aber nicht wann. Ich weiß auch, dass auf jeden Fall die Zabi-Box noch fehlt. Einmal für März und einmal für April. Da gibt es ein paar Probleme. Das dauert noch etwas. Und ja, ihr könnt ja mal sagen, wie euch die Box gefallen hat. Wenn ihr noch keine habt, geht mal bei Degusta drauf. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Beschreibung bei mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.